Zurück bei Pokémon Kristall. Ja, ich will dieses scheiß Ding hier fertig haben endlich. Warum hat sich der Rollladen geöffnet? Hast du etwas damit zu tun? Mann, ich stehe davor, gib den Schlüssel ein und dann öffnet sich der Rollladen. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Gerade keinen Kampf. Ich hoffe nur, dass hier keine Smogons mehr auftauchen. Und ich hätte meine Pokémon heilen sollen. Batz. Wenigstens ist Radikal weg. Und ja, 55 EP. Reicht noch nicht zum erwünschten Level ab, aber. Oh, nein. Ich habe Bock auf Süßes bekommen. Smog. Smoggen ist langweilig, Mann. Ja, Body Slam. Aber wenigstens bist du weg. So. Und wir kriegen doch unseren erwünschten Level ab in diesem Kampf. Unser Level 38. Und Rüpel wurde besiegt. Und ja. Was sag ich jetzt? Ich bin erledigt. Das ist mir scheißegal. Gibt's mir viel Geld und ja. Also lohnt sich doch, hier alle zu besiegen. Och Mensch, ey, hier nervt mich doch alle. Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich denke, meine Pokémon sind niedlich. Nachdem sie deine besiegt haben. Nachdem sie deine besiegt haben, klar doch. Immer doch. Und gerade in den Kampf. Ja, egal, es ist tausendmal besser als so ein scheiß Smogon. Und vor allem ist das Instant Kill, also. Das ist ja auch gut so. Ah, vier Stück. Myrapler. Das ist auch cool, das Pokémon. Ich glaube, ich wollte mir am Anfang des Let's Plays noch eins fangen, oder? Irgendwas anderes wollte ich mir fangen. Auf jeden Fall wollte ich mir so eins fangen. So, ein bisschen Heilung tut immer gut. Yeah! Säure, er kann so viel Säure einsetzen. Wir haben uns geheilt und. Ja, so viel Schaden macht es ja auch nicht. Zerschneider! Ich meine, was soll der Unfug eigentlich, ne? Ich meine, wenn ihr eine Herausforderung seid, dann geht mehr trainieren. Ich müsste, die müssten hier so wie in der Arena sein, ja, richtig stark. Nee, man geht in der Arena, hat man Level 40, geht man Team Rocket Level 20. Das bringt's auch voll. Das haben die ja damals gemacht mit Team Galactica und Team Plasma, damals in Platin und Schwarz und Weiß, dass sie genau wie Arena-Leiter immer stärker werden. Du hast Arena gekämpft, Level 10, da kam Team Plasma auf Team Galactica, Galactic, ich weiß gar nicht mehr, wie das mal ausschaut. Und die hatten auch den Level 12 und so, und dann immer höher, niemals gesenkt. Und ich habe gar nicht gemerkt, was ich gerade besiegt habe. Mann, ich bin so blöd. Ich muss gleich mal gucken, wenn ich als zweites besiegt habe. Du flüsse zwei rein. Und Zerschneider. Yay! Und wir sind auch diesen, sagen wir mal, Hindernis. Oh nein, sie sind absolut unnütz. Nein, du bist absolut unnütz, Mann. Was mit dir? Warum? Warum muss ich das über mich ergehen lassen? Mauzi, hilf mir! Mauzi, gib mir Geld. Mauzi! Kann ich dahinter? So, Madame, willkommen hier bei Team Rocket Ed. Zurück und ja. Genau, den muss ich ja auch noch besiegen. Stopp, ich bin als Team Rocket Festung bekannt. Kein Schritt weiter. Als Team Rocket Festung. Eine. Vorstand. Vorstand schickt Golbert. Zähne wackeln.
Ohohohoho. Nice. Das ist mal was, was mir gefällt. Wenn die alle so stark hier wären. Blutzauber. Besseres fällt dir nicht ein? Kampf. Da müssen wir mal ein bisschen improvisieren. Mal gucken. Ja, klar geht's daneben. Und lass ihn unser Blut saugen. Von unseren 8 Litern im Körper haben wir nur noch 4 Liter übrig. Und es wird immer weniger. Aber auch nicht. Ah, oh, scheiße, ey. Das macht uns schon ein bisschen mehr fertig. Die Festung. Das ist Georg. Du bist auch 38. Ich glaube, du bist erst 37. Ah, noch mehr Blutsauger. KP verloren. Und Steinwurf. Und die KP verlierst du jetzt auch wieder. Ich müsste mal wirklich... Och, komm schon. Ich will einfach mein Blut vergiften und dann soll der Blutsauger einsetzen, ey. Eigentlich, wenn wir vergiftet sind, müsste es ja auch eigentlich so sein. Ich bin nie dahinter gekommen. Ja, klar, geht daneben. Warum? Ja, guck mal, ist schon wieder verwirrt. Nett. Warum, wenn wir vergiftet sind und jemand setzt Blutsauger ein? Kommt ja, ist ja euch bestimmt jeden Mal passiert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn die Blutsauger anmachen, Gift muss ja im Körper sein. Wenn dich Gift von außen anspringt, ist ja egal. Ist so. Und wenn es dich von innen, aber deinen Körper vergiftet, und dann setze ich mal Blutsauger bei dir ein. Tja, da stimmt doch was nicht. Habt ihr es hier bald? So, und du bist... Kennst du mich noch aus dem Versteck in Mahagonia City? Damals habe ich verloren. Aber das wird heute nicht passieren. Weil ich heute richtig verlieren werde. Ach, der Vorstand war das. Aber okay, aber hattest du damals auch. Du hattest einen Kramux und ich glaube einen Blutzug. Boah, das muss ich schon mal zeigen. Level 32, das gefällt mir schon mehr. Ich glaube, jetzt sind wir Level 31, ne? Ja, und sind gleich tot. Dann sind wir erst recht tot. Hauptsache, du bist weg. Hauptsache, du machst uns nicht tot. Machen wir noch einmal richtig viel Schaden. So, weg mit dir. Und das meine ich so, Finale wird da richtig gut eingesetzt mit eigentlich. Oha, uns gehen die Pokémon weg. Na, das Falsche! Versteck Giflor. Ohohoho! Sollen wir es riskieren? Ja, mir bleibt ja auch eigentlich gar nichts mehr anderes wirklich übrig. Absorber. Jetzt bin ich mal gespannt. Doppeltes Level. Und trotzdem ist das nicht sehr viel. Ja, ich habe sogar KP verloren. Säure, ja, okay, das tötet uns. Was? Haha, eben. Boah, was für ein Lag. Oh Gott, wir sitzen, glaube ich, ein wenig in der Klemme. Aber nur ein wenig. Ich habe immer noch Bock auf Süßigkeiten. Spendet mir Süßigkeiten! Hornattacke. Ja, das macht wenigstens etwas Schaden. Lockduft. Uhu, pinke Bläschen! Unser Bildschirm wackelt. Und Säure, ja, ätzt mich weg. Und Attacke. Also wenn das jetzt hier mein Nidorino schafft, dann werde ich den ersten Mundstand, den ich kriege, hat es die Entwicklung verdient. Aber erst dann, wenn es alle Attacken gelernt hat, da gucke ich nochmal extra nach. Ja, zieh mir 6 KP ab und heile dich mit diesen 3 KP. Ist eh langweilig, was du da machst.
So, und damit ist Gifle auch weg. Und nur 417 EP. Ach ja, wir haben ja drei eingesetzt. Kramut sein. Okay, möchtest du wechseln? Nein. Ja, doch, wollte ich. Verdammt. Kramurks, ja. Eigentlich muss man gleich nachgucken. Eigentlich müsste ja auch dem Teil Trauenmagie geben. Nachtnebel. Du machst 32 KP Schaden. Steinwurf. Ich mach 100% Schaden. Okay, dann greif nochmal zuerst an. Ich hoffe, ich mache 100% Schaden. Ja, ich mache 100% Schaden. Kramoxwurfphysik und ja, niedere 363. Und Georg verdient hier 363. So. Und Fallstand wurde besiegt. Nice. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich so angeschränkt und doch verloren. So, man erhält 2304 und ein Teil nach Hause. Und das erste, was ich jetzt machen muss, denn ich werde diesen Turm heute, egal wie lange, weil ich habe nur einmal Leben. Ach Gott. Ey, ich bin fast abgereckt. Megani ist ja fit. Und dann haben wir keinen Beleber mehr. Und dann wollen wir mal gucken. Supertränke haben wir auch noch 8 Stück. Zip. So, das reicht erstmal. Georock braucht 50. Und nochmal 50. So, dann ist das voll KP. Und, oh, die Supertränke gehen mir aus. Nidorino kriegt auch nochmal. So. Und ich hoffe, jetzt wird nicht noch irgendwas Schlimmes hier passieren. Oh, du bist so weit gekommen. Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen die Radiostation zu an-act irgendwas und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Ruhm wieder erlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Und ich habe wieder gestrichen im Hals. Oh, scheiße, ey. Muss ich so viel husten in letzter Zeit? Ich hasse das. Hunduster. Boah, Hunde. Oh, scheiße. Hätten sie damals wirklich machen müssen, dass extra für Team Rocket noch eine extra geile Musik gab, ja? Glut. Ja. Flex jetzt. Intensität bis. Oh, das macht mir schon Schaden. Aber Intensität 8 macht dir auch Schaden. Und zwar 100% Schaden. Instant Kill. Yay. Was kommt jetzt? Rocket setzt Smogon. Blödes Biest, ey, ich hasse dich. Und dann setzt du nur Intensität 6 ein. Du willst wohl mich ärgern, ne? Ich hoffe für dich, dass es direkt weggeht. Warum? Ihr wisst genau, dass ich das hasse, wenn ihr irgendeine blöden, traurigen Smogons einsetzt. Die sind unnötig und... ja... machen eh keinen Schaden. Nicht wirklich einen Schaden. Und hat er noch einen Hundemorn? Ne, warte mal. Hundust. Oh, Hundemorn! Hohohoho! Das könnte schon gefährlicher werden. Und der setzt Intensität 6 ein. Ist es denn die Wahrheit, ey? Aber es reicht. Oh. Hundemann wurde besiegt. Und 1530 EP, ey. Boah, Vorstand wurde besiegt. Nein, vergib mir, Giovanni. Und ja, damit war's das. Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Ich habe versagt.
Wie geht es Team Rocket hier und heute auf den Leb wohl. Ach, endlich. Diese beruhigende Musik, Masalin. Vielen Dank. Dein couragiertes Handeln hat die Pokémon im ganzen Land gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies bitte. Klar, Glocke. Früher gab es hier einen Turm in Dukatia City. Aber er war alt und baufällig, also haben wir ihn durch unseren Radioturm ersetzt. Beim Bauer haben wir diese Glocke gefunden. Ich hörte, dass früher viele verschiedene Pokémon in Dukatia City lebten. Vielleicht hat diese Glocke etwas mit dem Zinnturm in Tick City zu tun. Ah, das erinnert mich. Ich habe Team Rocket zufällig flüstern hören. Es scheint, als führten sie etwas im Zinnturm im Schilde. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Vielleicht solltest du es überprüfen. Oh nein! Ich gehe mein Büro zurück. Ja. Ja. Ich gehe jetzt dahin, ey. Und wehe, die haben da irgendwelche Scheiße an. Ah, da war ein Ball! Und dann lasse ich... Wer ist denn jetzt da? Hörst du dir unsere Musik an? Könnte ich mal machen, ne? Oh, ein Hyperball. Nett. Den kann man immer gut gebrauchen. Fällt mir ein, ich muss mal wieder Bälle kaufen. Runter. Oh, seht ihr das? Kein einziges Schwein ist mehr hier. Also, mit Team Rocket war dieses Haus hier doch befüllter. Ja. Also, irgendwas fehlt hier trotzdem dann noch. Aber draußen ist wieder mehr los und das freut mich auch. Was ich jetzt mache, ich gucke mir die scheiß Amtszentren an. Und wehe, da ist irgendwas. Mann, ich habe Pokémon Kristall nie so gespielt. Ich muss immer heilen. Ich hatte Pokémon Silber damals und ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Ich habe damals Pokémon Silber. Da war so jemand und ja, ich hab's halt... Boah, leck das. Und ich habe halt damals Pokémon Silber gegen 5 Pringles getauscht, ohne Witz. Also diese Chips da. Und ach, das war noch Zeiten. Also, für 5 Chipsteile, ey. Muss man überlegen. Ja, geh du mir in den Weg. So, ist das jetzt ein Turm? Turmruine. Er wurde durch einen mysteriösen Vorteil zerstört. Bitte nicht betreten. Ja, nicht gegentreten, wo er, also fällt ja noch um. Da müssen wir jetzt. So. Hallo. Ein denkwürdiger Augenblick. Entschuldigung, aber ich muss dich bitten zu gehen. Was? Ah, das Läuten der Klarglocke. Es ist erhaben. Das schönste Läuten, das ich je gehört habe. Leute, dieser Ton sagt alles über die Seele des Trägers aus. Du könntest es durch den Zinturm schaffen. Schreite voran. Oh, Masalin, ich bin's. Ich, Rosemarie, weißt du, ich habe ein gutes Geschenk für dich. Oh, wie verstanden, es gehört dir. Ich bin sicher, du wirst es mögen. Hol es dir auch ab. Ja, ich werde es mir jetzt auch noch in dem Bad abholen. Ich meine, ich kann aufnehmen, wie viel ich will. Und was war jetzt hier mit Team Rocket? Die Länge besagt, dass ich darauf keinen Bock habe. Mensch, die Seele Pokémon zu berühren. Und ja, laberte mich voll. Die Legende ist wahr, dass Länge der Pokémon zu geschehen ist gekommen. Wir, das Trio der Weisen, werden prüfen, ob du würdig bist einzutreten. Oh, das Trio der Weisen. Der greisen alten Säcke. Mann, ich wollte den Part auch nicht so lange machen. Noctu. Level 32. Ich habe meine Pokémon geheilt. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie nicht geheilt. Aber ich habe sie ja geheilt. Tausch. Du setzt bestimmt Flug ein. Und ja... Dann ist das nicht so... Ja, hab ich mir geahnt. So. Kampf. Steinwurf. Das müsste eigentlich... Ja, keine Wirkung, das ist gut. Steinwurf müsste eigentlich Schaden machen.
Und es macht es auch. Ein Volltreffer, ja, okay, dann ist klar. Achso, 55, das ist gut. Flamara, nein. War schon unglaublich, Flamara. Kampf. Intensität. Biss. Nom nom. So. Dieses Flamara wird dann auch besiegt sein. So. Und, oh, Georg Level 40, das ist nett. Das ist nicht nett, das ist nice. Stärker als wir dachten, wer weiß. Hm. Ah, du behauptest also, zu Shin, Entei und Raikou werden sie schliefen gesehen zu haben? Unglaublich! Der Legende nach können sie während des Schlafs nicht gesehen werden. Ich schlafe auch gerade. Du kannst mich nicht sehen. Kann man dir die Wahrheit anvertrauen? Ich muss prüfen, ob du würdig bist. Ture, macht mal das Tee weg! Also, das ist ja schon ein bisschen... Ja, ich weiß, dass ich asozial bin. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen beleidigend, aber... Ich glaube, ich lasse das Tee jetzt, jetzt ab sofort auch weg. Also, wen haben wir gleich besiegt? Yay, keine Wirkung. Wir haben gleich die Hure. Ja, ich hab's gesagt, Mann. Eigentlich, ich neige dazu, nichts so Ausdrücke zu sagen. Wirklich. Weil einfach sie beleidigend sind und... Ja. Und er ist ein Mann. Ein ganzer Mann. Mit seinem Namen. Oh, Blitzer. Nein. Georg ist hier doch immer... Immer mäßig auf dem Vordermarsch. Kampf. Ich wollte Intensität. Oh, scheiße. Ist sehr effektiv. Aber Blitzer fand ich mal einen coolsten von den fünf, die es anfangs noch gab. Dann kam es ja jetzt Fully Purbo und Glaciola. Also Pflanzen und Eis-Evoli. Und dann hatten sie auch noch einige Zeit, bevor Schwarz und Weiß rauskam, die Intensität 4. Er hatte die Idee noch vor... Staliana. Keine Ahnung, wie das heißen sollte. Auf jeden Fall sollte es Stahl sein. Also, das wäre traurig gewesen. Weil ich hab's gesehen, wie es aussehen sollte. Und wie es aussehen sollte... Ne. Boah, da verrecke ich schon wieder direkt, ey. Ne. Das hätte ich niemals im Leben gemocht. Ja, und die Hure wurde besiegt. Ich sage dir die Wahrheit. Ich bin weiblich! Es gab früher zwei achtstöckige Türme hier. Den Bronzeturm, der über die erwecken sollte, und den Zinnturm, in dem die Pokémon ruhen sollten. Die Aussicht von den beiden Spitzen der Türme muss atemberaubend gewesen sein. Zu dieser Zeit soll sich ein gigantisches silbernes Pokémon auf der Spitze des Bronzturms niedergelassen haben. Jedoch, vor 150 Jahren schlug ein Blitz in einen der beiden Türme ein. Die Flammen wüteten für ganze 3 Tage. Ein plötzlicher Platzregen löschte das Feuer. Und so ist die Turmruine entstanden. Ja, und ohne dass wir überhaupt was machen können, beweise mir deine Kraft. Werden wir auch schon direkt vom nächsten Gegner geschlagen, einfach. Obwohl wir das eigentlich gar nicht wirklich wollen. Diese Namensgebung, ne? Erasmus. Da ist mir schon wieder was in den Kopf gekommen. Irgendwas Perverses, ey. Egal.
Wir müssen mal ein bisschen schneller machen. Der Part jetzt nicht so unglaublich lang wird. Ich glaube, ich würde den Part einfach. Mir kam gerade der Gedanke, wie ich den Part nenne. Ich nenne ihn einfach mal Radio der drei Weisen. Keine Ahnung. Ja, Hypnose zeigt keine Wirkung. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich den Part nennen soll. Ich glaube, Mensch TV. Oh, keine Ahnung. Und jetzt kommt bestimmt ein Aquana. Setzt Aquana ein. Und da wechseln wir natürlich das Pokémon. So. Los, Megane. Ah, warum setze ich Synthese ein? Weil ich nicht aufgepasst habe. Das ist das. Rasierblatt. Ich weiß nur, dass Aquana mächtig viel KP hat. Das weiß ich. Und das merkt man hier auch. Von unserem Erasmus. Oder wie ich ihn aber den Orgasmus, ey. Ich krieg die Krise bei dieser Namensgebung. Wenn Sie sich wirklich was Besseres ausdenken können. Yay, Level 39 für Meganier. Und damit ist auch meine Hände eingefroren. Oh, ist das kalt. Und ja, eine Stunde Pokémon aufgenommen jetzt. Und. Nochmal kämpfen. Du bist der Trainer, von der die Legende erwartet wird. Ich verstehe. Wir, das Trio der Weisen, sind verantwortlich für den Schutz der legendären Pokémon. Wir gestatten nur jenen Zutritt, die eine reine Seele und wahre Kraft besitzen. Ich habe keine reine Seele. Schreitet voran und betritt den Zinnturm. Sushun wird dich prüfen. What the? Na, ich schneide erstmal hier. Und du bist so nett, du bist mir wenigstens aus dem Weg gegangen. Ich stehe hier, neben meinem Großvatermännchen. Vor den Menschen. Möchte eigentlich da rausgehen, aber ne, ich schneide erstmal hier. Ich bin dann beim nächsten Mal wieder da. Sag erstmal bis dahin. Masra la vista, Baby.